Willkommen zu einer neuen Folge von Grid Autosport. Wir sind wieder zu viert unterwegs. Mit Cinnamon, mit Doc, mit Sempro und mit mir. Wir sind hier in Dubai wieder mit dem F1K. Und ja. F1 GT, aber ich habe den Start voll verpennt irgendwie, weil ich auf dich gehört habe und nicht geguckt habe, dass es schon runterzählt. Ich habe einfach kein Gas gegeben. Ja, das ist natürlich genial. Eigentlich ja nicht. Auf der Strecke dürfte es schon besser laufen, hoffe ich. Jetzt habe ich was gesagt. Boah, Alter, was soll denn das denn, ey? Och, Mann. Was ist passiert? Kegeln mit Andy 3. Alter, was ist das denn wieder für eine Kacke, ey? Da lacht Warum? Jemand. Da lacht ich jemand. Ich war's nicht. Nee. Ich hab deinen Namen genau auf dem Bildschirm gehabt. Ach, genau sogar? Okay. So eine Drecksau, ey. Ich lenk mit dem Wagen viel zu viel gegen. Gar nicht klar. Fuck, Mann! Du machst dich in unserer nicht vorhandenen Community sehr, sehr unbeliebt. Naja. Und dann noch mit dem falschen Namen. Stimmt, unter meinem, fast meinem Namen. Irgendwann so in 50 Jahren, wenn wir uns das so angucken, so alte Knacker und dann so, hey, das war Sempro, das habe ich genau gesehen. Ich weiß das ganz genau, denn er schreibt sich auch mit F. Yeah. Oh fuck. Huch, naja, der Karren in der Kurve ausbricht, Alter. Boah, ey, Cinnamon, du bist so ein Wichser, ne? Hab ich auch. So gern. Ein Wichser. Hab ich auch lieb. Alter, was geht denn da ab? Irgendwie profitieren einfach mal stumpf. Jo, kann auch mal passieren, ja. Boah, gibt er gleich auf, das ist doch ein Weichei. Das ist wahrscheinlich so ein Statistik-Move. Ja. Hallo, bin ich rutschen, danke. Ich glaube, wenn du aufgibst, aber die Lobby nicht verlässt, dann zählt das. Jo. Aber wenn du sie verlässt, glaube ich nicht. Nein. Oh. Jetzt gucke ich da irgendwo als Fünfter rum, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja wieder drin. Der scheißt auch auf die Punkte, Hauptsache Statistik. Jetzt ist er wieder raus. Das kennen wir doch. Oh. Ja, ich glaube, an den vorderen Rängen kommen wir nicht mehr ran. Nee. Fahrt mal langsamer. Werden wir bestimmt tun. Oh, jetzt überrunde ich hier einen, oder was? Ja, Techno-Pixie. Auf welchem Platz ist eigentlich Senf, Bro? Dritter, oder? Oder Zweiter inzwischen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Zweiter inzwischen. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ey, da fickt mich so aus dem Rennen und wird Zweiter. Wo ist denn die Gerechtigkeit? Tja. Wahrscheinlich irgendwo bei Codemasters in der Entwicklung hängen geblieben. Die Gerechtigkeit heißt Praktikant und wurde relativ früh entlassen. Sein Nachfolger hieß dann DLC. Ja, und da der mehr Geld brachte? Ja, der hat Geld eingebracht, statt bezahlt zu werden. Ja. Ach, als ob die ihre Praktikanten bezahlen würden. Wobei, wohl wahrscheinlich schon. Ja gut, die Rundenzeit war zumindest nicht schlecht. War nicht schlecht, war schon gut. Zwei Kreativ-Endies. Da wird der Zweiter, weißt du, der kriegt so einen Hals. Das ist der R32, der. Das ist voll der Crasher-Club.
Ey, das ist, wie kannst du das überlebt haben? Schlimmer als FMR. Ich hab nicht mal den Schaden davon getragen. Ey, da krieg ich nur 930 EP. Hätten wir auch gleich 0 geben können. Das Beste ist aber die Schadenskosten. Klar, und ich krieg 1100. Super. Weil man hier mal noch mehr abdrückt, als man reinnimmt. Einnimmt. So. Jetzt geht's weiter mit dem M1 Coupé. M1? Ja, 1er M. Der heißt ja 1er M, glaube ich, ne? Ist auch egal. Ja, Cinnamon. Ich sag's dir, wenn du das magst, ne? Ja, was dann? Ich schwöre dir. So, was der Wagen ist... in Kongo? Es war mit Absicht. Du hast Andy gerammt. Ja, ich bleib der auch noch Rächer stehen. Der Gerammten und... Mann, mein Plan geht nicht auf. Kacke. Ich habe noch 5 Runden. Naja, beschäftige dich mal. Der Wagen so ist... Wird mir jetzt schon besser als dieser komische Hyundai. Ma, wie fährt er denn? Oh lol, hab ich gedreht. War nix. Gibt's hier irgendwo einen Trick, wo man schneller rumfahren kann? Oh, wie ich die ganze Zeit zu früh bremse. Ja, ich hätte mal ein bisschen was in der Übersetzung drehen sollen. Tja, wenn ich könnte. Der Wagen rutscht mir zu sehr. Scheißkiste. Der BMW? Ja. Hm, kommt drauf an. Ja, der rutscht definitiv, ne? Hat wenig Traktion, das stimmt schon. Aber im echten Leben ist er trotzdem schneller als hier. Bist du denn schon gefahren? Nein, wenn man die Erfahrungsberichte anschaut und Videos, sieht man, dass die Kiste um einiges schneller ist. Ich weiß nicht, wie viel PS, 400, irgendwas mit zwischen 400 und 500 PS, glaube ich, müsste der haben. Oder 300. Der M1 Coupé? Klar, M1. M1, was? 1M. Oder 1M, ja. Der hat megas viel PS. Ja, bestimmt keine 400, 500 PS, Mann. Nee. Ich sag mal tendenziell. Der hat höchstens 300. 350 oder sowas. Oder 300. 300. Für mich sogar 280. Um die 300. Kann man ja, wie beim letzten Mal, hast du auch irgendeinen Wagen erzählt? ja, der hat 600 PS, Alter. Hier, ey, der S2. Honda S2. Ja, Sigi, Alter. Ich hab's 300 PS gesagt, ja. 50 300, PS 400 hast du gesagt. Nein. Aber hallo. Nein, 300 hab ich gesagt. Mein Freund von mir, die Mutter fährt die Kiste. Das ist schon, da geht schon mega stark dran. Kein Vergleich zu diesem Spiel hier. Wir tun uns hier vorne aber irgendwie gerade alle drei gar nichts. Ändert das mal, ich will rankommen. Musst du schneller fahren. Kann ich nicht, ich hab so ein DCD, DC, irgendwelche Buchstabenkombinationen vor mir. Die einfach nicht aus dem Arsch kommen. DCD, DC, DF, Recon. Sag ich ja. Fahrt mal ihr langsamer da vorne. Seine Rücklichter blinken die ganze Zeit. Also entweder latscht er ständig auf die Bremse oder irgendein Bug ist im Spiel. Das ist ein Bug. Da hat er sich durchgequetscht. Welchem Level hast du den Wagen? Das war 38 oder so. Ja, okay, dann brauche ich mich nicht wundern, dass du später bremsen kannst. Ich hatte die Kiste auch von 60 gekauft. Hat aber gescheppert. Ja, ich hab dich berührt bei mir. Nee, ja. Und dann bin ich nach innen gerutscht und dann, naja. Hab du gesehen? Oh, ja. Jetzt schiebt Starwolf. Ich muss sagen, die Skype-Qualität ist mir hervorragend bei mir. Oh, also, du bist so ein Krüppel heute, Alter. WLAN, ja gar nichts mehr. WLAN. Kauf dir mal ein WLAN-Kabel, ey. Ja, echt. Aber ein gutes. Dann fährst du echt besser.
So, was sagst du, Andy, aus der letzten Kurve RAM? Okay, wird umgesetzt. Ah, da hätte man auf jeden Fall viel, viel mehr machen können. Mit Upgrades? Nee, allgemein von der Fahrleistung irgendwie war das nicht so. Ja, ich hatte auch, aber... Überall war immer was. Vor allem, als ich dann auf der Gerade gegen die Wand getuckert bin. Boah, Alter, der hat mich die ganze Zeit aufgehalten. Aber diesen BRZ, diesen Toyota, ne, den fand ich auch anfangs total OP. Weil er lässt sich... Subaru, stimmt. Weil der sich so geil fahren lässt. Der lässt sich immer ganz ruhig fahren, bricht nicht aus. Wie ein Touring-Car quasi. Aber ist nicht so schnell. Aber der hat auch Defizite halt, ne? Ich weiß nicht, wie der BMW ist halt nicht so ist, wendig. Wenn man bei dem ein paar Sachen. Ich hab's doch gesagt, es gibt eine Serie vom 1er BMW, der hat 401 PS. Ansonsten standardmäßig 340. Ja, aber das hier ist die Standardversion. Im Spiel. Da gibt noch eine Mission von AC Schnitzer, die haben 401 PS. Alter, jetzt kommst du hier mit irgendwelchen Tunern an, Alter. Nein, das ist eine Serie von BMW, die kannst du dir auch befördern. Ja, aber Schnitzer ist ja ein Tuner von BMW. Ja, ist genauso eben. Wie Alpina oder sowas. Das ist ja. Aber standardmäßig 340. Fühlt sich hier in dem Spiel trotzdem nicht so schnell an. So, neue Lobby, gleiches Rennen. Wieder 1er M. Vor mir. Snüffelstück im Integra. Genau. Yep. Neuer Spieler Snüffelstück. Leute, was machen die denn da vorne? Alle sonst wohin gegurkt. Erst dann in der Mitte durchziehen. Oh mein Gott. Das pure Chaos in der ersten Kurve. Ja. Boah, er fährt links neben in die Mauer, knallt rüber und haut mir die Lenkung kaputt. Oh nee, da hat er mich blockiert. Oh. Sorry. Nee, alles gut. Bin ich in ihn reingekommen. Oh Mann, da willst du für eine Kurve ausholen und dann kürzt der hier, zieht der einfach innen rein und überholt dich. Egal, ich habe jetzt immer noch kein Tuning, wie vorhin. Jetzt bin ich bestimmt schneller. Das hast du ja Übung auf der Strecke. Ja, auf jeden Fall mehr als die anderen, die hier gerade auch gefahren sind. Oh nee! Andy drückt ihn in die Mauer, er rutscht. Ich hab dich nicht reingedrückt, ich bin einfach auf der Straße gewesen. Er wollte ja unbedingt. Ja, er wollte halt zurückziehen. Sinn. Er ist in die Wand gefahren, drückt auf die Strecke, auf die Gerade und hat mich voll getroffen. Also ich habe schon mal jemanden anvisiert, den ich gleich so dermaßen aus der Kurve hauen werde, dass er keine Freude mehr an diesem Spiel hat. Mich? Nein. Mich? Oh ja. Oh lol, dieses Auto ist so unberechenbar. Boah, sieht ja meine Lenkung kaputt. Das ist meine ein Papierauto, auch. Alter. Meine ist gerade eben von diesem... Alter, der da in die Wand gefahren ist, kaputt gegangen. Okay, er ist jetzt direkt vor mir. Ich werde ihn so anwesend diesen Hurensohn. Dreimal weggedreht schon. Oh, ein Beschleunigungsduell zwischen Ems und Kreativ-Andy. Ja, der Honda, der ist schon geil. Ja, ich mag den nur nicht, weil der am Start so lahm ist. Wen willst du denn wegrammen? Der direkt vor dir ist. Den roten, rot-schwarzen? Jo. Naja, nehmen wir halt beide mit. Ja, der hat halt mehr Power auf den Geraden, der Integra, ne? Ja, Chinesen halt, ne? Japaner meine ich. Die chinesischen Japaner. Boah, was bremst du, Mongo-Kind denn, Alter? Ich ramm jetzt jeden Wichser, der vor mir ist, raus. Oh oh. Alter, jetzt bremst der schon wieder. Tschüss. Wie er mir dicht machen will, Alter. Okay, gerne. Willst du mich mit mir anlegen? Fick dich. Mongo-Kind. Ich ramm jetzt jeden weg. Außer euch einer. Obwohl, nee, Andy wird gerammt. Da hat er dich in die Wand gedrückt. Sempro und Kongo werden nicht gerammt. Oh, fuck, nice. Mann! Nice. Ey, blockier ihn mal irgendwie oder sowas. Wenn er an mich rankommt. Der hat dich echt mies in die Wand gedrückt da gerade. Die ganze Zeit will ich lieber fair und dann sowas. Ja, blockier ihn mal, wenn du in der Haarnadel bist. Irgendwie. Nö. So. Ich bleib doch da nicht stehen, damit du wieder rankommst. Ja, du kannst von mir aus die Position dann haben, wenn ich erst dran sollte. Du kommst eh wieder ran. Wenn der niemanden vor sich hat, schau mal, wie langsam der ist. So ein Wichser, ey.
Nicht mal. Hast du dann versucht, ihn noch wegzudrücken? Ich hole dann meinen zweiten Account wieder raus und mache hier mal da weiter, wo ich letztes aufgehört habe. Wegen der Statistik, auf die du ja keine Rücksicht gibst. Ja, man muss ja nicht gleich erkannt werden, oder? Ja, auch wieder wahr. Als Senfpro erkennt dich ja auch jeder. Ja, Namen wechseln, Account wechseln, dann sind die ganzen Rennen weg, dann merken die, ach, das ist nicht der gleiche, weil manche Idioten merken sich wahrscheinlich wie Rennanzahl vielleicht. Könnte zwar sein, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Man weiß ja nie, welche Mongos hier unterwegs sind. Ja, so Leute wie wir zum Beispiel. Gleich, der kommt doch immer näher. Wenn er versucht, dann keine Gnade. Hat er nicht anders verdient. Oha, wenn Andy schon soweit ist. Aber der kriegt's irgendwie nicht gebacken, der ist gerade wieder in die Wand gesaust. Ich glaube, ich habe ihn sogar tatsächlich ein bisschen rüber gedrückt. Bei mir sagt er gerade, und wieder erreicht ein Fahrzeug das Ziel, der Streckensprecher. Ich glaube, dem ist irgendwie nicht ganz so. Vielleicht ist er ein wenig betrunken. Ist er denn ganz bei Trost? Alter, Buttonwichser. Einfach Vollgas in die Kurve reingeschoben. Ja, genau, jetzt ist kein... Ja, wenn der... Nö. Einfach Vollgas in die Kurve reingeschoben. Ja. Nicht weggerammt. Hau rein, Vollgas. Ja, er ist hinter mir. Jetzt sind wir den quasi... Sieg haben wir dir geschenkt. Ja. Jetzt sind wir quasi in derselben Position wie vorhin, nur dass du ein bisschen besser bist. So ein Wichser, ey. Echt mal. So ein Wichser. Was eine Hure. Oh Mann. Ist er, da hat er seine Nerven nicht im Griff gehabt, der scheiß Italiener. Echt mal, zu emotional. Und wir sind dabei grün geworden und er nicht, weißt du? Das waren ganz normale Zweikämpfe, ganz normal. Dass er plötzlich aufmuckt. Und der, ja, mit Absicht gegen die Bande. Ja, und mich einfach und total, voll und auch, die auch noch sinnlos. Ich glaube, er ist auch gleich raus. Ja, er ist raus. Ja. Weil er nicht gewonnen hat, heul doch. Nee, ey, sowas geht mir richtig auf den Sack. Ich will einen Totalschaden, weil bei mir ist alles rund. Ich will nur einen Totalschaden haben. Der Wagen ist zu langsam. Oh, sieht spannend aus. Erinnert mich an irgendeinen Tschechen. Wikikiwik. Wenn du Totalschaden willst, warum fährst du nicht gegen die Wand? Guck mal mein Rechtsrad an. Ich höre jetzt mal auf zu gegendenken. Nee, wir hatten noch nie einen Rechtsdrall und auch keinen Linksdrall. Wir sind immer FDP. Ja. Wir sind die letzten drei oder vier Wähler. Na, 237 gut gemacht, das ist noch in Ordnung. Oh, ey, endlich ohne diesen scheiß Italiener. Oh, der Integra fährt sich ganz witzig, muss ich sagen. Ist nicht schlecht, gell? Du, was? Ich habe keine Chance auf einen Sieg, aber der fährt sich ganz witzig. Naja, besser als der BMW, der nur 80% hatte. Deswegen habe ich den Integra genommen, der hat irgendwie 87. Ja, der Integra, aber wobei, wie gesagt, also ich habe ja so einen Vergleich gesehen, dass es keinen Unterschied macht zwischen Leihwagen und Nicht-Leihwagen. Aber gefühlt ist es ein Unterschied, weil wozu soll man die Autos denn reparieren, wenn es keinen Unterschied macht? Es gibt Autos, wenn du sie hast, dann macht es einen Unterschied. Sobald du sie hast, macht es einen Unterschied. Okay. Das war ein Bullshit. So, letztes Rennen hier in Barcelona. Barcelona. Wir munkeln natürlich alle, wie schlecht Snüffelstück startet. Du meinst wohl Senfpro. Aber die haben anscheinend nicht alle... Ich hab besser gestartet als ihr alle davor. Oh, Alter, du drückst den nächsten in die Wand, lol. Das war niemals in die Wand drücken, das war ein kleiner... Ja, aber Kontakt. Er ist in die Wand geknallt und echt sich aufgehalten. Was ein Noob. Der Christensen. Ich glaube auch der Traktionskontrolle, der ist so schlecht vom Stapel. Da hat er zu spät gebremst, der konnte Gren abschießen, nee, hat er nicht gemacht, schade. Alter, was ein Mongo-Hupen-Kind. Scheiß Kratzer. Ich hab schon weggerammt eben. Bin denn, gleich voten. 6-2. Andy ist schon durchgekommen durch die Meute. So. Schön. Alter, hat sein Auto zerfetzt. Akira ist wieder da. Keine Ahnung, warum bei den Kommentaren, Akira ist auch dabei. Ja, oh, wie schön. Wer ist das zum Teufel? Aber oh, wie die Karre klingt, wenn die erstmal hohe Drehzahl hat. So schlecht ist der ja auch nicht. So komisch. Er ist nur am Start scheiße. Ja, sonst ist er gut. Na klar ist er gut, aber wie gesagt, wenn du mit gleich starken Leuten spielst und du den Honda hast, dann hast du verkackt, ganz einfach.
Ja, nicht unbedingt. Du bist halt im Rennen, bist du halt irgendwie stärker eigentlich. Ja, gell, wenn du das am Start ist, macht halt ein paar Meter aus, ja. Ja, ja, gut, aber du Honda verlierst gut überholen, dann. Weil du besser rausbeschleunigen kannst. Ja, du bist halt in hohen Drehzahlbereichen bist du halt extrem stark. Ja, der Aggressor nervt ein bisschen. Ja, der fährt nicht ganz gut. Also der fährt nee, also er fährt fair. Schon fair, aber er fährt fair, aber er nervt einfach nur ein bisschen. Weil er in jeder Kurve wegrutscht und dann immer nach innen knallt und dann. Oh, und jetzt war ich außen und er ist auch weggerutscht und mich berührt. So, jetzt erstmal Fettzahlplätze gut gemacht in aller Kurve. Wie soll man denn so an Andy rankommen, wenn man sich die ganze Zeit mit Aggressoren prügeln muss? Tja, das frag ich mich auch. Na echt mal. Komm zurück. Lass mich nicht allein mit Aggressor. Nie im Leben, ist dein Problem. Oh, er ist in der letzten Kurve gegen die Wand gefahren, der Schlaukopf. Kannst du ja noch die schnellste Runde holen? Versuchen kann ich's, ja. Mit meinem Level 5er BMW. Okay, bei der Runde wird zumindest nix. Die Jungs vor mir schmeißen fleißig mit irgendwelchen Autoteilen. Die wollen sich leichter machen. Zu viel Gewicht hier. Ich habe noch Chance auf Platz 3. Ich sag mal, die wollten Schneeballschlacht machen und in dem Spiel gibt's aber leider keinen Schnee, also nehmen sie Autoteile. Das könnte natürlich die Lösung. Das sind irgendwelche Leute, die sich Motorhauben an die Köpfe hauen. Und Federn und Dämpfer. Ja, ist richtig green. Pass mal auf, wie du gleich in eine Wand klatscht. Ach, Psy-Cowboy hieß der Typ. Oh, wie cool. Ein Psy-Cowboy. Meine Bestzeit ist eine 1,49, Andy. Ich hab da gerade nicht hingeguckt. Jetzt zählt's. Die Runde davor war ziemlich scheiße. In der Runde habe ich jetzt mal die erste Kurve ein bisschen verkackt. Wird wahrscheinlich auch nix. Aber man müsste im Rennen auch noch die Zwischenzeiten angezeigt bekommen irgendwie, das wäre ganz gut. Ja, ja, aber ich weiß auch nicht, warum die das... Oder die Abstände haben. In Sekunden, das wäre sehr gut, dann könnte man genau wissen, ob man aufhält oder nicht. Ja, man kann die auch so einen Live-Abstand sogar anzeigen, das gibt ja bei vielen Spielen. Würde wirklich, wie die Zahlen ständig springen. Ja, das gibt's hier ja auch im Endurance-Modus. Ja, aber da wird's immer nur mal angezeigt, nicht ganz. Ja, das ist eben das Problem, ja. Es gibt ja auch so Abstandszeiten. Jetzt zum Beispiel habe ich die gerade bei mir am Rand oben neben den Namen. Aber die sind entweder ganz kurz, aber echt kurz. Ja, manchmal kommen sie gar nicht. Ja. Nee, die Runde war nicht gut. Also wenn die besser ist als deine, dann das glaube ich aber nicht. Müsste schon viel schief gelaufen sein bei dir. Eine 1,44. Nee, sage ich doch. Ja, aber knapp. Knappe ja. Nummer. Senfpro doch nicht den dritten. Aber knapp, hat man nein, auch nein, ganz knapp, Mann. Bei der Strecke mag ich das voll gerne, weil man in diesem Screen immer noch sieht, wie die anderen um die letzte Kurve geeiert kommen. Ja, das ist gut getroffen. Ja. Dieser Aggressor hat sich gerade in der vorletzten Kurve noch selbst auseliminiert. Deswegen bin ich auf den vierten vorgerückt. Ich sag doch, der rutschte irgendwie in jeder Kurve rum. Ich meine, so schlecht ist die Kiste nicht eigentlich. Ein bisschen an Handy, wenn du die hast, dann geht der ganz gut, der schiebt ganz gut in den Kurven. Also die Kurven gehen echt gut mit dem Integra. Die zwei langgezogenen, da holst du so viel auf gegenüber vom BMW, das ist unglaublich. Ja, du warst total zermatscht und durch 284 Schadenskosten. Ich habe 165 gehabt. Ja, ich glaube, das war's für heute. Und wir sind durch und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das ist völlig korrekt. Auf Wiedersehen.